Okay, da hat OBS einfach mal wieder vergessen, welches Mikrofon das richtige ist. Ich liebe es. Da sind wir wieder zu Dark Souls 2 mit Undyne aus Undertale, nachdem ich letzte Woche leider nicht meine innere Undyne kanalisiert habe, sondern eher meinen inneren Napster-Bluk. Es ist DLC-Zeit, aber ich möchte vorher noch den Dark Lurker versuchen und uns fehlt auch noch ein Estus-Splitter und ein Stück Knochenstaub. Aber das ist ganz okay, weil ich glaube, das hängt teilweise auch zusammen. Also wir müssen einmal in Shrine of Amana und wir müssen auch einmal in die Shaded Woods, sowieso wegen dem Dark Lurker, aber auch einmal wegen dem Sublime Boundless, der müsste auch da sein. Ansonsten bin ich mal sehr gespannt, wie wir uns im DLC schlagen werden. Weil wir sind eigentlich schon relativ stark. So, da drüben hinter dem Oger ist der eine Splitter, den ich suche. Ach, und wir haben ja auch neue Zauber. So. Ihn hätten wir. Hi, Donis Pablo, willkommen zum Stream. Ich höre keinen Ingame-Sound. Was? Das haben sie. Das ist auch weg? Moment. Ja, OBS hatte vorhin schon vergessen, was mein Audiogerät, was mein Mikrofon ist. Das müsste stimmen. Ja, jetzt sehe ich auch den Ausschlag. Ja. Ich liebe es, wenn OBS einfach spontan einfach alle Einstellungen vergisst. Oder zumindest halt die Geräteeinstellungen. So, dich müssen wir töten, weil sonst beschießt du uns von der Seite und den müssen wir auch loswerden, oder sie. Oh. Das gibt's doch nicht. Hi Yoshi, willkommen zum Stream. Es wäre ein sehr unbrauchbarer Wort gewesen, wenn die ganze Zeit kein Ingame-Sound drin gewesen wäre. Hallo, Sir President Evil, willkommen zum Stream. Es ist so fies hier. Au. Wieso warst du beim Video? Weil es mir tatsächlich vorgeschlagen wurde. Mein Video geht unbedingt viral. Genieße es, solange es hält. Der Ofen kann jederzeit aus sein und wenn er einmal aus ist, dann ist er meistens halt auch dauerhaft aus.
Habe ich schon ein paar Mal erlebt. Wobei ein Video auch viral gehen kann, lange nachdem es ursprünglich hochgeladen wurde. Man hat das ja immer wieder mal, dass einem YouTube auf einmal ein Video von vor 5 Jahren vorschlägt. Ach nee. Jetzt muss ich den Ogre nochmal besiegen. Ich will doch nur den Estus-Splitter. Ich will doch nur den Estus-Splitter und das andere Ding, bevor wir in den DLC gehen. Okay, wir werden jetzt wirklich von allen Seiten beschossen. Also ich sage mal so, ich fand auch, dein Video hat absurd viel Editing drin gehabt. Dragon Charm. Nein. Ach komm schon. Dislikes sind nicht so schlimm, solange es sich die Waage hält. Das sind einfach nur zusätzliche Interaktionen. Ich bin auch dazu übergegangen, Trollkommentare, auch gerade auch wenn ich sie teilweise bei anderen sehe, extra zu beantworten. Weil wenn die dann antworten, dass wieder Views und wieder Interaktionen mit deinem Video sind. Genau, was tut man nicht alles für den Algorithmus? Der Algorithmus gibt und der Algorithmus nimmt auch wieder. Mein eines Siedler 2020 Video ist bis jetzt auch das einzige meiner Videos, das 6-stellige Aufrufzahlen erreicht hat. Da hat echt der Blitz eingeschlagen bei mir. Man ist leider vom Algorithmus abhängig. Ja, aber der Algorithmus versucht, Zuschauer für deine Videos zu finden. Dazu muss der Algorithmus aber auch wissen, worum es in deinem Video geht. Es gibt einige Wege, das zu erreichen. Gute Beschreibung und Text ist eine Sache. Untertitel sind auch sehr gut, weil auch die vom Algorithmus wohl halt berücksichtigt werden. Bonuspunkte, wenn du das in mehreren Sprachen hast. Damit experimentiere ich im Moment auch, weil es dadurch theoretisch möglich ist, dass dein Video für die Suchbegriffe in mehreren Sprachen praktisch ranken kann. Was du mal ausprobieren kannst, ist VidIQ. Selbst die kostenlose Variante ist, finde ich, schon mal ganz gut, um ein Gefühl dafür zu kriegen, ob die Tags so in Ordnung sind.
IQ wie IQ und halt Wit davor. Ist ein Browser-Add-on für Firefox und Chrome. So, jetzt brauchen wir mal gerade die Fackel. Und wir dürfen nicht rollen. Aber dann sehen wir jetzt auch mal, wo wir lang können und wo nicht. Ach ja, genau, der Blutfleck ist ja weg, weil ich nochmal gestorben bin. Ah ja, genau, hier. VidIQ Vision, das weiß ich gerade nicht. Aber es klingt, als wäre es zumindest ein verwandtes Produkt. Estus Shardsplitter, sehr gut. So, da müssen wir einmal in die Shaded Woods. Genau, wir können nämlich darüber. Aber erstmal möchte ich hier mit dem Dude sprechen. Boah, ich überlege gerade, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Abos mir das eine Video damals eingebracht hatte, aber ich glaube insgesamt, ich weiß nicht mehr, ob es 900 waren, aber es waren auf jeden Fall viele. So, hier drüber kommen wir dann auch hier hin. Moment, wir müssen hoch. So, was droppst du? Nichts. Sehr gut. Meinst du in dem Ranking von deinen 10 letzten Videos? Wie viele Branches of Violo haben wir noch? 4. Alter. Ja, dann machen wir das doch hier mal.
Oh, das war nice. Ja, und das müssen wir jetzt nicht noch extra machen. So, ich glaube, theoretisch könnten wir jetzt zu Vanguard gehen und ich glaube, dann würden wir ihn ja als Phantom freischalten, aber... nee. Ich hoffe, die verkaufen meinen Kanal nicht. Nein. So, dann Dranglake Castle. Sie einfach 100 von 0 wieder IQ-Punkten. Ja, du kriegst halt, kannst halt bis zu 50 kriegst du halt allein schon durch die Vorbereitung mit den Tags und Beschreibung und allem. Und der Rest ist halt komplett davon abhängig, wie das Video performt. Nein, das war das falsche Lagerfeuer. Also was man versuchen soll, ist so bei dem Vorbereitungsscore so 40 von 50 Punkten zu kriegen. Das ist nicht immer realistisch, meiner Erfahrung nach. Aber man sollte es versuchen. Also meine Missionsguides sind, glaube ich, meistens so zwischen 30 und 40 Punkten. Wo war denn hier? Irgendwo hier konnte man durchdroppen. Ich habe im Text Nintendo. Ja, das ist schon mal sehr hilfreich. Und gut, das kann man halt bei Best-of-Videos auch machen. Irgendwo hier musste man durchfallen. Aber das hätte ich ja auch eigentlich sehen müssen, als ich die ganzen Türen geöffnet habe. Oder war es doch weiter hier oben? Ist das legal? Da kann man natürlich. Nein, das ist legal. Also fürs Benutzen von Tags kannst du nicht verklagt werden. Ich meine, Tags sind ja einfach dazu da, dass du nochmal eine Möglichkeit hast, die Suchmaschine zu füttern mit den Begriffen, worum es geht. Wenn es um Nintendo geht, ist es völlig legitim, das zu verwenden. Abgesehen davon, dass ein Otto-Normal-User sowieso die Tags gar nicht sehen kann. So, hier war ich doch auch schon drin. Ja, hier war ich schon drin. Bin ich jetzt total bescheuert? Pilgrims of Dark. So, die zwei Dinger lösche ich schon mal, die zwei Favoriten. Dass meine Liste mal wieder ein bisschen frei wird, weil das ist auch so eine ewig steigende Liste. Wo jeden Tag irgendwie gefühlt 5 dazukommen und 2 wegfallen. WTIQ macht mir Tag-Vorschläge. Also, das Ding ist, er schlägt dir halt meistens die Tags vor, die du schon hast. Also zumindest bei mir schlägt er immer die gleichen 3 Tags vor. Aber ja, kannst du nehmen. Die schlägt er dir nicht ohne Grund vor.
Kingsgate. Bin ich jetzt total bescheuert? Under Castle Drang Lake. Enter the room of the ruined sentinel on the far left. Also, ja, hatte ich doch recht, dass das hier in der Ecke war. Also Tags sind schon sowas basic, aber mir fällt auch immer wieder auf, dass YouTuber ab einer bestimmten Größe die halt auch nicht mehr verwenden, weil es da halt auch einfach dann egal ist. Ah, man musste hier durchfallen. Hua! So. Und jetzt müssen wir noch einmal zu der dritten Location. Was haben wir hier? Heights of Judgment. Die Strumpfhosen der Gerechtigkeit oder der... Ja, der Gerechtigkeit am ehesten noch. Wie Tides of Judgment. Das ist für mich irgendwie. Das klingt so ein bisschen wie das Dark Souls-Gegenstück zu Froggy Chair. So, die Dinge habe ich schon weggefarmt. Ich freue mich auf die Liste, ich glaube, dass es nicht mehr geht. Da haben wir natürlich nochmal Dislikes entfernt. Es gibt ja noch Dislikes, die sind nur nicht sichtbar. Also die Anzahl. Ich meine, es gibt diverse Add-ons, die das versuchen abzuschätzen. Ich habe auch so eins.
Oh, hast du wenig Poise, oder? Oh, 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 oh. Au. Stirb. Also eine hohe Menge an Dislikes ist, glaube ich, zwar schädlich, aber wenn ich bedenke, wie viral teilweise Videos sind, die auch einen ziemlich 50-50-Split haben, was Likes und Dislikes angeht. Das war aber halt auch schon vorher so. Ich finde es halt auch kacke, dass es nicht mehr sichtbar ist, weil es halt zumindest einem irgendwie noch einen Indikator gegeben hat, wie das Video insgesamt halt gesehen wurde und ob man alleine mit seiner Meinung ist, aber... Als ob das schon alles war. Susanne mag keine Kritik. Ich musste gerade überlegen, wer Susanne ist, aber ja. So, musste man dann den Dungeon über die Feder verlassen, beziehungsweise über den Knochen, oder wie war das? Lagerfeuerkürbis, jetzt wo ich sie nicht mehr benötige. Halt keine Kommentarfunktion mehr, weil wieso nicht? Demnächst kann man auch einfach keine Videos mehr hochladen. Ja, und hier war der Ausgang. So, dann... Ich hab schon... Wie hast du denn es geschafft, 2 Strikes zu kriegen? What once was a good, but slowly it is weak.
Resonant Soul. Jetzt irgendwas an Items hier. Lagerfeuerkürbisse. Human Effigy. Cast Light. Das ist nicht übel. Aber der Rest ist nicht so interessant für uns. Wegen Unterstützung terrestrischer Aktivitäten und bald was. Also ich habe dafür mal eine Community-Verwarnung gekriegt. Da ging es dann um ein... Das war nicht gut. Um ein Unexpected Jihad-Meme, aber das ist dann sogar am Ende aufgehoben worden. Nachdem ich es angefochten habe und es zunächst hieß, nein, hieß es dann irgendwann Monate später dann, okay, doch, hat es recht. Das war voll überzogen. Aber das zweimal zu kriegen, muss man auch erstmal schaffen. Vor allem dafür muss man ja eigentlich auch gemeldet werden. Ich kann ja nichts dagegen machen. Kannst keinen Einspruch einlegen? Hallo, Havel. Return to Last Bonfire, nein. Oh, Backstab haut wenigstens gut rein. Ich habe gefühlt mehr Dislikes als Likes. War das jetzt auf dem alten Account oder ist das jetzt auf einem neuen? Ja, das Emote ist noch da. Die Stongs. Hydrieren, Moment. Sie muss aber zuerst sterben. So. So. Ja, jetzt habe ich versehentlich sogar noch auf die Mute-Taste gedrückt. Das ist ja eigentlich. Solche mache ich ja eigentlich nicht, wenn ich auf Zuschauerwunsch hydriere. Aber was soll's.
So, Flame Butterfly. Hatte kein Abo mehr. Assamokus. So, und jetzt noch der eine bei Shaded Woods. Von 5 Impressionen 10.500. Also man muss halt gucken, die Impressionen, also ich glaube nach offiziellen YouTube-Angaben versucht der Algorithmus dir 7 Impressionen für jeden Klick, den du kriegst, zu geben. In der Praxis sind das glaube ich sogar eher 10, 11. Also für jeden Klick, den du kriegst, versucht dir YouTube halt noch 10 weitere zu finden. Beziehungsweise es schlägt halt noch 10 Leuten das Video vor. Das ist unterschiedlich. Also es kommt letztendlich darauf an, wie viele Klicks du da rauskriegst. Die Zahl geht halt in der Praxis auch runter, je mehr Impressionen du kriegst. Ja, kommt zu mir. Au. Aber sonst ist alles in Ordnung, oder wie? Sag mal. So, wehe du parierst. Wehe du parierst, mein Freund. So, die Darklocker Dungeons sind jetzt nicht so lang.
Wenn ich jetzt abgestürzt habe, 3 Wochen Work nicht gespeichert. Das ist sus. Normalerweise speichert die Premiere auch bei bestimmten Sachen automatisch. Wo du grundsätzlich immer speichern solltest, ist, wenn du mit hoher Beschleunigung arbeitest, weil das überfordert das Rendering gerne mal. Beziehungsweise halt, wenn du halt die Preview davon ändern willst. So. Dark Lurker, was ist... Wogegen ist der anfällig? Weakness Lightning, sehr gut. Lightning. Au. Aber dafür, dass er anfällig angeblich dafür ist, nimmt er nicht viel Damage durch meinen Blitzspeer. Ja, und da teilt er sich. Machen beide immer den gleichen Angriff? Nein. Ich gehe gerade im 7. Himmel so gut, dass ich bloß nicht gehen habe. Juhu, Dark Lurker, first try. Und hat doch gerade noch versucht, mich am Ende noch zu erwischen. Dark Souls 2 Gameplay ist relaxing für mich, während du Qualen durchlebst. Also Qualen würde ich das jetzt nicht nennen. Dark Souls kann anstrengend sein, aber es ist auch gleichzeitig... Es ist schon ein gutes Spiel. Elden Ring muss ich mir auch noch holen.
Und ich hoffe immer noch, dass irgendwann Bloodborne für den PC kommt. So, Darklocker Soul, was mache ich damit? Oh, Life Drain Patch. Okay, bringt mir nichts. Ich habe nicht genug gesehen für Bear Seek Seek Lest. So, wir geben einfach mal Sehen für irgendwas aus. Elden Ring würde ich aber halt auch erstmal 100% Achievements bei Steam machen. Boah, jetzt ist realistisch, aber das war es bei den Dark Souls Spielen auch. Ich habe ja alle drei Spiele auf 100%. Wann kommt wieder S4? S4 kommt dreimal die Woche, aber halt nicht auf Twitch. Weil ich die Twitch-Streams gerne nutzen möchte, um andere Projekte voranzutreiben. Einschließlich dieses hier, wo ich tatsächlich echt überlegen musste, ob ich daraus wirklich ein Video machen soll noch. Oder ob ich das als Twitch- und Wort-Only-Projekt mache, aber ich habe es dann doch durchgezogen. Und mal das ganze Zeug verarbeitet, was wir in den letzten Wochen und Monaten gesammelt haben. Ich bin tatsächlich doch zufriedener damit, als ich dachte. Ich habe nicht erst gedacht, das wird nicht so gut wie das erste Video. Trotzdem wäre es nice zu sehen, wie gut schlecht ich beim ersten anstellst. Die meisten Karten mache ich First Try. Ich gehe aber halt auch mit gewissen Vorkenntnissen ran. Also jetzt zum Beispiel mit den Community Pack Karten, die ja jetzt als nächstes anstehen, die sind halt komplett unbekannt für mich. Moment. Dark Quartz Ring plus 3. Das ist nice. Hätte ich wahrscheinlich gerade gegen den Dark Lurker auch brauchen können. Your inventory bag is full. Alter Schein streamt Lego ASMR. Och, keine Ahnung, was der streamt. Aber wahrscheinlich irgendwas Lego-bezogenes. Langbogen plus 7. Genau, den bekommen wir hier. Weil man hier eigentlich auch mit dem Bogen Mechanismen auslösen soll. Ja, und wohin? Weil hier komme ich sonst nicht raus.
Oha, Hilfe. Was macht das hier? Okay. Habe Windows 11 fix gefunden, damit man endlich wieder die Taskbar droppen kann. Geht das in Windows 11 nicht? Ah, okay. Okay, das ist schon irgendwie clever von den Entwicklern. Ja. Will ich da rein? Ja, ich erinnere mich, hier gab es, glaube ich, ein Lagerfeuer. Als ob der mich auf die Entfernung angreifen kann, ist klar. Von Windows 11 zu XP wechseln. Ach ja, Windows XP war auch richtig gut. So, du kommst wieder runter. Hallo. Hallo Bonfire. Ja, da könnten wir lang. Nein! Ich glaube, dafür müssen wir den zuerst hochholen und dann müssen wir rüberspringen. Teilkontrolle.
Ich glaube, von Urlaub hattest du was erwähnt. Die Feder. Wir gehen mal gerade nochmal Judah zurück und holen uns Pfeile. Ich habe keine Lust, dass wir gleich keine mehr haben. So, ganz ehrlich, Eisenpfeile braucht kein Mensch. Mobile-Datensteller weg. Ja, das ist leider echt ein Problem. Also mit mobilem Internet Livestreams kannst du komplett vergessen. Alter, das ist aber mal gut. Warte, ist das der Weg, wie man sonst da reinkommen soll? Anscheinend, WTF. Magischer Bolzen. Warum aktualisiert YouTube-Studio so langsam? Er ist froh, dass du dich nicht mit Analytics rumschlagst. Analytics braucht 2 Tage, um Sachen zu verarbeiten. So, ich glaube, hier gibt es nichts mehr zu holen. Mir wurden aber 3 Abos random von YouTube entfernt. Das ist normal, das passiert gelegentlich. Dann waren das wahrscheinlich inaktive Kanäle oder sowas. Ah, okay, das ist der Aufzug. Okay, er ist einfach ein Bro und macht die Gegner für uns weg.
So, da, die konnte man wegmachen. Soul of a Great Hero und Dragon Charm. So, wir müssen die hier zerstören, damit die Geister hier verletzbar werden. Und tot. So, so viele Kisten, hier ist doch 100 pro Mimik dabei. Oder auch nicht. Loot. Das ist eher mäßig. So, einmal noch. Und ich glaube, wenn wir die Seite erstmal clearen, ist das ein bisschen einfacher. Wow. Rose, wir können drüber reden, oder? Da habe ich mich. Alles klar. Danke fürs dabei sein. Okay, das hier sieht so verdächtig nach Tür aus. Wow. Hab gestern nicht geschlafen. Das klingt nicht gut. Human Effigy, sage ich nicht nein zu. Okay, ja, hier ging's runter.
Haltbarkeitstechnisch ist es nur der Speer, der in Mitleidenschaft gezogen wird. Wow. Ja, lass dich doch von deiner eigenen Falle vernichten hier. Seele eines Helden. Okay, beides sind normale Kisten. Drachenknochen, direkt 3 Stück, jetzt wo wir sie nicht mehr benötigen. Moment. Wollte schon sein, da oben ist ein Schalter. So, dann haben wir das hier. Aber ich glaube, hier in der Richtung war es das auch. Man musste dann nämlich, glaube ich, hier runter. Okay, ja. Hier in der Nähe ist ein Lagerfeuer. Kann ich? So wie es hier sind auch wieder so Geister. Und die nehmen kaum Damage durch mich. Sie müssen erst an den Geistern vorbei und dann halt ihre Rüstungen zerstören. Die bleiben zum Glück auch zerstört, wenn wir ein Lagerfeuer benutzen oder sterben. Goldfrucht und Blackweed und Kackhaufen.
Stimmt, das ist ja eine beliebte Form des Teabaggings in Dark Souls, wenn man jemanden in der Invasion besiegt hat und dann noch einen Kackhaufen auf seinen Körper schmeißen. So als letzten Diss. Flynn's Ring. Ich glaube, das war das Ding, was uns Stats gibt, wenn wir wenig Gewicht mit uns tragen. Bin ich jetzt total bescheuert? Müssen wir doch den Weg dadurch irgendwie? Na, das war jetzt falsch. Ja, wir müssen irgendwie hier durch. Genau, sie sind immun gegen physischen Schaden, so war das. Und als Geister sind sie natürlich auch immun gegen Backstabs und alles. Der Blitzschaden, den wir im Moment haben, verletzt sie halt, aber das war's auch. Reparaturpulver. Hier war das, glaube ich, irgendwie. Ich glaube, man musste an denen hier vorbei. Oder? Dark Spirit, jetzt dein Ernst? Okay, ich fände es gut, wenn ich nicht gleichzeitig verfolgt werden würde. So, er kann hoch, glaube ich. Aber die anderen nicht. So, da ist ein Lagerfeuer hinter der Tür.
Ich heilt sein Zauber mich gerade? Ist das gerade passiert? Hier, ich glaube, das ist richtig. Ja. Dark Spirit Forlorn. Nee, danke. Ich will einfach nur die Dinger zerstören. Eternal Sanctum Key. Ich glaube, damit kriegen wir die eine Tür auf, an der wir vorbei sind. Ah, wir haben jetzt hier den Weg frei. Verstehe. Ah ja, genau. Die Tür, also mit dem Scheiß haben wir die Tür da oben geöffnet und haben damit wieder eine Abkürzung. Mimics gibt's hier irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Wie bekam man die Tür nochmal auf? Gute Frage. Gehen wir erstmal hier lang. Ich will wissen, wohin der eine Schlüssel uns geführt hat. Nevermind, wir können da nicht lang. Bloodbite Ring.
Drachenstein. Irgendwie konnte man die Spikes wegmachen und man konnte irgendwie die Tür da drüben öffnen, aber ich krieg gerade nicht zusammen, wie. Eins davon ist, glaube ich, hier mit dem Schalter. Ich glaube, das ist nur die Tür hier. So, und das müssen wir von mehreren Positionen aus machen. Ansonsten. Ich meine, jetzt, wo wir die hier bekämpfen können, können wir uns darum mal kümmern. Ich glaube, das ist immer noch die falsche Richtung. Wie bekam man denn... Ich möchte das geheime Lagerfeuer erst haben, bevor ich mich weiter reinwage. Und wie bekam man das? Weil das geht, glaube ich, schon wieder stärker in Richtung Boss, wo wir uns da lang bewegt haben. Okay. Nein, hier ist es nicht. Okay, das wirkt gerade zu offen. Nö, nee, das gibt uns aber einen Zauber. Aber irgendwo hier konnte man einen Schalter umlegen, damit die Spikes weggehen. Wie gesagt, einer für die Tür. Warte, da oben ist ein Schalter. Das waren die Spikes. Vor allem den Schalter hätten wir die ganze Zeit aktivieren können, wenn wir ihn nur gesehen hätten. Ja, okay, man muss irgendwo hier hin oder da hin, aber trotzdem.
Wie öffnen wir jetzt? Ist hier noch irgendwo ein Schalter an der Decke? Warte, das möchte ich jetzt gerade wissen. Okay, warte. Den Schlüssel haben wir gefunden. Aber das kann's nicht sein. Hidden Sanctum Chamber. Ich wollte schon sagen, das Gebiet hat einfach so viele Lagerfeuer. At the bottom of the first flight of stairs. What? Ja, damit machen wir nämlich wieder die Spikes. Das ist der Schalter, aber irgendwo soll hier noch einer sein. Hier die Treppen nach unten. Hier? Hier ist aber auch kein Schalter, also auch nicht an der Decke. Hier ist noch so ein Ding, stelle ich gerade fest, das sollte ich revidieren. Aber sonst? Ich weiß leider beim besten Willen nicht, welche Treppe hier gemeint ist.
Look at the wall above the hole. Welches Loch? Sag bitte nicht, dass ich ein Video dazu gucken muss, weil das wäre uncool. Oder ist hier die Treppe gemeint? Ja, das würde insofern Sinn ergeben, dass man dann schon ein bisschen weiter sein muss. Aber das ist zu weit weg. Okay, die Treppe. Okay, doch, die Treppe ist richtig. Ah, ja. Ja. Das hätte ich auch sehen können. Vor lauter versteckten Schaltern sieht man die versteckten Schalter nicht. Das Ding ist, man ist halt leider auch, es ist auch echt unwahrscheinlich, dass man halt diese Treppe mal nach oben nimmt und dabei echt mal nachsieht. Nein, ich will sie nicht zurücklassen, ich will sie benutzen. Sonst sehen wir nämlich aus wie hier Beef Jerky. Ach du Kacke, wir sind schon hier. Ah ja, ich erinnere mich. Die Dinger konnte man farmen. Aber sie sind auch, hauen auch ziemlich gut rein. So, das ist der Pfad zum Boss. Ich will aber auch den geheimen Boss legen.
Den habe ich nämlich nie gesehen bei meinem letzten Spielstand. So, das führt uns wieder nach oben. Und da sind wir wieder beim ersten Lagerfeuer. Also das sind auch so Dinge, wo man merkt, dass die DLC-Level einfach nochmal eine höhere Qualität immer haben. Weil da ist wirklich sich auf ein Level konzentriert worden, das richtig viel Stuff hat. Und wo alles auch richtig miteinander verbunden ist. So, hier gab es auch ein Lagerfeuer. Wo war das? Okay, never mind. Kein Bock. Jo. Dann probieren wir das einmal mit dem anderen, was wir hatten, mit dem Eternal Sanctum Key. Weil da müsste auch der versteckte Boss sein. Okay, das ist aus irgendeinem Grund noch nicht so weit. So, der Drache kommt leider nicht nochmal, um uns die Gegner hier wegzusnacken. Das müssen wir dann schon selbst tun. Aua. Das ist wirklich unhöflich.
5 Truhen. Wie viele davon sind Mimics oder irgendwie mit Fallen versehen? Lagerfeuerkürbis. Nee, das klingt schon eklig. Okay, das blockiert mein Estus. So, das ist die Höhle der Toten, glaube ich. Ich glaube, das ist, genau. Das ist der Lift, den wir vorhin gesehen haben. Sanctum Shield. Ist das nicht sogar das Teil, was... Ja. Das ist das Teil, was alle Zauber kann. Und hier können wir sogar Feuer machen. Fragt sich, bringt das was? Komm, ich mach das jetzt einfach mal. Ich will es einfach mal ausprobieren. So, ich weiß nicht, wie sie jetzt die brennende Fackel über die Leiter transportiert. So, passiert jetzt irgendwas? Nö. Aber man sieht es vielleicht aus der Entfernung. Und dann haben wir vielleicht einen Referenzpunkt. Thank you.
Ja, man sieht es zumindest von hier. Ist halt die Frage, inwiefern man das aus der Entfernung sieht. Wenn dann die Low-Poly-Modelle eingeblendet werden, da man zu weit weg ist. Wer bist du? Mensch, Phantome. Da bin ich ja mal gespannt. Da könnte man auch noch Licht schaffen. Wow. Okay, ich war hier tatsächlich noch nie drin. So, ich hoffe, meine Phantome bringen sich nicht schon um, bevor wir beim Boss sind. Oder bei den Bossen. Okay, ich merke, warum es die Höhle der Toten ist. NPCs kommen hier auf jeden Fall gar nicht klar. Also der Loot ist teilweise aber auch enttäuschend. Brightbug, 2 Stück. Krass. Aber wie geht's denn jetzt hier weiter?
Wenigstens teilt sich der eine Dude. Hier geht's lang. So, da wir die Torchbugs uns eh nicht loswerden. Und ich glaube, wir können auch mehr davon kaufen. Markieren wir einfach mal den Teil. Ich habe so eine Ahnung, dass wir hier auf jeden Fall noch lang müssen. So, du bist weg. Uff. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Okay, Havel ist schnell unterwegs. Ich merke, warum sie auch das Gang Squad genannt werden. Bup, 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 bup. Nein, nein, nein. Okay, Nummer 3 hält sich noch bedeckt. Das ist okay. Havel ist der, der mir Sorgen macht. Okay, Phantom ist weg. Okay, hier könnte man den Brightbug-Glitch versuchen, aber ich glaube, das ist eher ungünstig. Ach komm schon, als ob ich hier nicht mehr rauskomme. Als ob man hier nicht mehr rauskommt, wenn man einmal hier drin ist. Vor allem ist das anscheinend wieder so ein Boss, wo der Weg einfach nerviger ist als der Boss selber.
Und ich muss die Phantome beschwören, bevor ich da runtergehe, weil ich sonst hier nicht wieder hochkomme. So, ich versuche einfach Backsteps zu landen. Also mit zwei Phantomen könnte es machbar sein, weil die eine hat sich jetzt ziemlich zurückgehalten. Und solange ich mich nicht mit allen drei gleichzeitig befassen muss, ist eigentlich alles gut. Aber das sieht schon wesentlich besser aus. Hallo? Gehst du bitte kaputt? Dann halt nicht. Als ob man die Dinger hier nicht töten kann. Also mit den Giftdingern geht es. Aber die hier, da will es einfach nicht. So, die Gegner nehmen natürlich jetzt alle weniger Damage, dadurch, dass mehr Phantome da sind, aber das ist okay. Sie sollen sie nur ablenken, dass ich auf Backsteps gehen kann.
Okay, einer ist von uns getrennt. Nee, nicht mal. Der ist irgendwie wieder hochgekommen. Also, ich würde mal behaupten, dass dieser Kampf daraus ausgelegt ist, dass es 3 gegen 3 ist. Aua. Ja. Nummer 2 ist auch hinüber. Gang Squad gegankt, würde ich mal sagen. Blumenrock, echt jetzt? Dunkles Großschwert. Konnte man hier hin, ohne den Boss zu machen? Weil ich muss ja... Ich meine, die DLC-Sachen brauchte man streng genommen ja nicht für die Achievements. Aber ich meine... Dunkles Großschwert hätte ich auch irgendwann mal gesammelt. Weil ich weiß, dass ich die optionalen Bosse nicht gemacht habe. Weil ich auch zum Teil gar nicht wusste, dass es sie gibt. Einmal trinken, während der Lift kommt. Oder beziehungsweise während der Lift wieder runter geht. Okay, es könnte noch einen Moment dauern.
So, das ist die Geschichte hier. Ich weiß nur nicht, ob es hier irgendwo auch ein Lagerfeuer auf der Strecke gab und ob man das hier irgendwie kürzen konnte. So, das hier ist irgend so eine Geschichte mit den Crystal Lizards. Aber Crafting-Material brauche ich eigentlich nicht. Axing Urn, was will ich damit? Wow. Wann will ich dich nicht? Können wir irgendwie eine Abkürzung freischalten? Okay, da ist der Zauber schon wieder abgeklungen.
So, kann man hier irgendwie eine Abkürzung freischalten? Ich wäre sehr verbunden, wenn das ginge. So, ein Phantom würde ich eher sagen, nein. Weil Bosse dann mehr aushalten, beziehungsweise höhere Resistenzen kriegen. Au. So, dadurch, dass wir jetzt die Skelette wieder weggemacht haben, sind sie auch wieder im Beschwörungspool drin. Au. Okay, das wär's dat. Goldener Glockenboy. Au.
Aber ganz ehrlich, Velstad ist mir im Moment lieber als sie. Aber mit unbegrenztem Healing. So, ihre Muster habe ich langsam drin. Okay, jetzt wird's ungemütlich. Okay, das hat ihr ein bisschen geschadet, aber ich wollte eigentlich das Skelett töten. Ich meine, ihr Schaden ist auch gut. Au. Wow, das war jetzt aber gerade knapp. Die Macht von 3 Estus einfach. Ach komm schon, während jemand in einer Animation ist, das ist unhöflich. Komm. Passt. Wenn wir noch 2 Treffer landen können. Nice. First try. Ich meine mit Life-Gems, aber trotzdem nicht übel. Und es bringt mir halt leider nicht mal ein Level ab, weil ich schon so hoch gelevelt bin. Hi Creative Element, willkommen zum Stream. So. Sin wird lustig. Glaube ich. Also, nein, wird er nicht. Sin wird mega nervig, glaube ich. Erstmal Life Gems aufstocken. Ein Brightbug-Glitch kann ich halt auch erst in der Arena ausführen.
Nee, hier ist kein Wasser, ne? Ich kann den Breitbart-Glitch hier nicht ausführen. Ist das Undyne's Vorgeschichte vor Undertale? Eher, würde ich sagen, ihre Nachgeschichte. Man könnte überlegen, ob es vielleicht das Ergebnis des Genocide Runs ist, dass sie in einer anderen Welt praktisch sich wiederfindet. Sin ist nervig, weil man ihn die meiste Zeit gar nicht sieht. So, als Drache müsste er eigentlich schwach gegen meinen Speer sein. Weil Lightning Damage und so. That time I got reincarnated as a fish. Undyne ist ja auch das, was passiert, wenn du Speerfischen gehst und der Fisch den Speer einfach zurückwirft. Kannst du mal aufhören, auf mir zu landen? Aber auch das Fiese an Sin ist, wenn man ihn trifft, geht die eigene Waffe kaputt. Was? Wenn man in Undertale stirbt, ist man also in einem Isekai. Was ist ein Isekai? Ich stehe da gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Tail! Ist ein Anime-Genre. Sonst unsere Welt irgendwie eine andere kommt. Okay. Au. Ich meine, da fällt ja dann einiges drunter. Ich meine, Digimon fällt drunter dann. Chihiros Reise ins Zauberland. Das sind nur die Sachen, die mir einfallen. Boom! Und es hat genau hingehauen mit der Haltbarkeit. Und sind damit auch First Try. Nice, das hätte ich nicht gedacht. Also der einzige Boss, der uns da wirklich Probleme gemacht hat, war der optionale Boss. Nice.
Das lief sehr reibungslos. Dann haben wir den ersten DLC durch. Und ich danke fürs Dabeisein. Aber jetzt den zweiten DLC anzufangen hat, finde ich, keinen Sinn. Aber wir sind gut in der Zeit. 2,5 Stunden für das. Und wir haben ja erst noch den Dark Lurker gemacht. Nicht übel. Also da merkt man halt auch den Unterschied, wenn man Dark Souls schon mal gespielt hat, dass man einfach schon mal, dass man, wenn man blind durchgeht, braucht man einfach viel, viel länger. Anyway, ich danke fürs Dabeisein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.